vorerst vorletzten Folge von unseren Homeworkout-Videos am Saturday Squat Day. Claudia zeigt ja heute wieder, was wir tun. Und wir fangen auch gleich an. Was wird gesquattet? Wir fangen an mit Goblet Squat bzw. Goblet Grip Step Ups. Goblet meint, nochmal als kleinen Reminder, du schnappst dir die Dumbbell. Die meisten von euch haben eine Dumbbell. Bei der Kettlebell werden es die Griffe. So, dass das Gewicht nach unten hängt, schaust, dass das Gewicht relativ nah am Oberkörper dran ist, dann suchst du dir was aus, wo du hochsteppen kannst. Das kann ein Vorsprung sein, eine Mauer, eine Treppe, eine Box haben die wenigsten wahrscheinlich zu Hause. Bei einem Stuhl, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, schau, dass der wirklich stabil steht und nicht so arg gepolstert ist, dass du da runterfallen kannst. Dann beim Stepper, ein Fuß drauf und den anderen nachziehen, habe ich auch schon mal gesagt, aber ich wiederhole das gerne nochmal. Wichtig ist mir, dass du das Bein, was du aufgesetzt hast, ganz durchstreckst. Claudia macht es mal gerade bewusst falsch. Das heißt, du kannst auch ein Bein leicht anheben und dann das andere nach. Dann schließt du aber mit beiden Beinen auf. Und der Trainingseffekt, nämlich ein Bein zu dir zu trainieren, wäre dahin. Deswegen achte darauf, dass du dich wirklich nur mit einem Bein aufstellst. Dankeschön, Claudia. Zweite Übung für heute, Glute Bridges. Dazu musst du einmal runter auf den Boden. Die Füße stehen etwa schulterbreit auf, Handflächen zum Boden und dann bringst du die Hüfte in Richtung der Decke. Du kannst oben etwa eine Sekunde halten, ja, um ein bisschen die Spannung zu halten. Vom Gefühl her darfst du hier schon fast überstrecken. Ja. Die meisten haben eine Mobility, die das gar nicht erlaubt, zu arg zu überstrecken. Und du tust hier deine Beinbeugen und deine Hüftmuskulatur sehr gut beanspruchen. Also nicht zu hektisch. Beim Runtergehen kannst du dir auch noch einen Trigger setzen. Wenn dein Po gerade den Boden berührt, gehst du schon wieder hoch, dass du dich wirklich nicht ablegst und entlastest, sondern nur kurz ein Feedback bekommst, dass du unten bist und dann wieder nach oben gehst. Dritte und letzte Übung für den heutigen Samstag wären normale Goblet Squats. Den Goblet Grip haben wir uns eben schon mal angeschaut bei den Step-Ups. Claudia nimmt nochmal die Dumbbell, du eventuell die Kettlebell dann genauso. Und für den Squat schulterbreiter Stand, Hüfte nach hinten, unten. Du wirst merken, die Goblet Squats machen sich gerade in der hinteren Kette im unteren Rücken ein bisschen bemerkbar, weil du da einfach mehr Spannung hast, dass das Gewicht nicht nach vorne umkippt. Ansonsten sind es ganz normale Squats. Schau, dass du aufrecht bleibst und ein bisschen deine Beinmuskulatur kontrollierst. Damit sind wir durch für heute. Dir wünsche ich mir immer viel Spaß beim Nachmachen. Morgen kommt unser vorerst letztes Video raus. Ansonsten hast du jetzt die Möglichkeit, dich in vielen, vielen Live-Workouts mit uns gemeinsam noch fitter zu machen. Wir würden uns freuen, wenn du mitmachst. Dir viel Spaß.